Anfang oder ja, Anfang, Mitte der 30er Jahre. Das hatte die Aufgabe, die Landwirtschaft zu mechanisieren, weil die Arbeitskräfte halt eingespart werden sollten. Und da wurde eben propagiert, dass eben kleine Schlepper hergestellt werden sollen. Man muss sich in die Zeit zurückversetzen, was es damals gab. Also es gab große Höfe, die konnten sich natürlich große Schlepper leisten, die gab es ja schon. Sprich Lanz, Hanomag, Deutz, um nur die drei größten erstmal zu nennen. Diese Fahrzeuge konnten aber eben sich nur große Höfe oder Betriebe leisten, weil es zu dem Zeitpunkt, als diese ganze Mechanisierung der Landwirtschaft einsetzte, es nur eine Eisenbereifung fürs Acker gab. Diese Luftbereifung, wie wir sie heute kennen, dieses typische Ackerprofil, das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Diese Bereifung, ich fange da mal mit an, die ist 1934 von Conti erfunden bzw. in den Markt eingeführt worden und war entsprechend teuer. Nun war es aber erst möglich, durch die Gummibereifung auch mit kleinen Motorleistungen aufs Acker zu gehen und auch die Kraft zu übertragen. Und ab dem Moment war es eben möglich, auch kleine Schlepper herzustellen. Und einen davon sehen wir hier als Dreirad. Ritscher hatte sich zur Aufgabe gemacht, eben einen sehr günstigen Schlepper herzustellen. Und da gehörte eben einmal dazu, diesen Trecker günstig zu machen, um ein Rad einzusparen. Das spricht halt eben drei Luftreifen hatte. Und eben auch eine einfache Konstruktion der Lenkung. Diese einfache Lenkung oben mit einem Kegelrad und einer Schnecke war einfach herzustellen. Und dadurch wurde es günstig. Wenn man einen Schlepper hat, einen klassischen Vierradschlepper, der hat 7 Gelenke in der Vorderachse. Und das macht natürlich auch die Kosten, oder steigert natürlich dann die Kosten. Ja, das finde ich auch ganz, das finden wir ganz großartig, dass ihr euch hier bereit erklärt habt, zu uns zu kommen und wirklich mit so einem besonderen Fahrzeug, was man hier wirklich nicht alle Tage sieht. Absolut nicht. So, jetzt wird gestartet. Das ist das Ziel. Das ist ein Einzylinder. Ja, das ist ein Einzylinder mit 11 PS, also 10,5. Ich habe jetzt auf der 10 gestartet und wenn er jetzt genug Druck hat, ich erhöhe die Drehzahl, indem ich den Zündzeitpunkt auf früher stelle. Und jetzt hat der Motor genug Schwung, jetzt stelle ich die Dieselpumpe an und am Zylinderkopf stelle ich die Drehwelle um, die Maschinelle um und dadurch läuft auch Diesel weiter. Man hört das ganz deutlich, ne? Jetzt. Cool.